im Praline durch das Verkehrshaus der Schweiz. Ab heute kann man in Luzern Geschichte rund um Schweizer Schocke multimedial erleben. Im Container fährt die 20-minütige Reise an. Die Menschen, die dann während der Fahrt Schocke-Geheimnis verraten, sind perfekte Projektionen. Dank der Kooperation mit der neu gegründeten Lindt Chocolate Competence Foundation will man künftig vermehrt ausländische Touristen anlocken. Bis jetzt haben wir 90% Schweizer Gäste gehabt. Und das Ziel mit dieser neuen strategischen Partnerschaft ist, dass wir den Teil der Touristen deutlich erhöhen können durch das Produkt Jockey und ihnen dann die Logistik zeigen, die dahinter steckt, die weltweit Partnerschaften braucht von Eisenbahnflügern, wenn sie hier im Verkehrshaus sind. Man will auch zeigen, was Kakaobohnen für eine lange Reise muss bis in die Schweiz machen. Ein bisschen Verkehr muss sein. Swiss Chocolate Adventure ist Unterhaltung mit einem tieferen Sinn. Der ganzen Welt zeigen, dass wir Könige der Schocke sind. Wir produzieren qualitativ die höchstwertigen Produkte. Wir haben Pioniere, die das erfunden haben. Und wir wollen die Leistungen im Verkehrshaus verankern, der Öffentlichkeit zugänglich machen, sodass das wichtige Produkt auch der nächsten Generation erlebbar macht. Vielleicht haben Sie das Glück und finden den Ballon mit einem Gratis-Eintritt. Die neueste Attraktion im Verkehrshaus in Luzern ist eröffnet und ab sofort gibt es nicht nur alles über Transport, sondern auch noch ganz viel Schocke.